so, da wir haben Halloween-Zeit und ich nehme das ganz einfach mal zum Anlass dafür, dass ich einmal eine Filmreihe bespricht, die was schon länger bei mir umeinander liegt. Und zwar schauen wir uns an die Freitag der 13 Filme. Ich lasse wohlweislich einen ersten weg. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist ganz einfach die Tatsache, dass der Film mit Sicherheit schon zu Tode erklärt und reviewed worden ist und dass man das Ganze nicht nur mehr machen muss. Und zweitens habe ich meine Meinung zu dem Film bereits einmal an anderen Ort abgegeben. Ich verlinke das unten in der Beschreibung, wenn es jemanden interessiert. Und das heißt nachher, wir machen uns einfach weiter mit Freitag der 13. Teil 2, Jasons Rückkehr. On a June night in 1980, Friday the 13th, 12 of her friends were murdered. Why should Friday the 13th, 1981, be any different? Friday the 13th, part 2. The body count continues. 14. You're doomed. You're all doomed. 15. God. 16. Ihr merkt es wahrscheinlich schon, meine Stimme ist ziemlich angegriffen. Das heißt, ich werde es halt so kurz wie möglich halten. Also, damit es euch da nicht unbedingt wundert. Wie schon gesagt, es handelt sich halt um das Teil da. Genau, Freitag der 13. Teil 2. Aus dem Jahr 1981, also zwischen dem ersten Teil und der Produktion vom zweiten Teil, Link hat wenige Monate. Durch das, dass der erste so ein immenser Überraschungserfolg gewesen ist, haben sie da natürlich nachher alsbald schleunigst weitergemacht. Besonders sinnvoll war das zwar nicht, aber die ganze Reihe ist generell irgendwie auf einem Konstrukt aufgebaut, das was irgendwie komplett unsinnig ist. Die Story ist ziemlich simpel. Das meiste von dem Film spielt 5 Jahre nach dem ersten Teil. Und Crystal Lake wird ein neues Camp eröffnet. Und in dem Camp bereiten sich nachher der Campleiter und einige andere Leute eben auf das nächste Sommercamp vor. Das heißt, wir haben diesmal keine normalen Camper, kann man sagen, sondern die ganzen Aufseher, die da mehr oder weniger so einen Lehrgang machen, damit sie nachher gerüstet sind dafür, wenn das Camp nachher wirklich eröffnet und die Leute kommen. Und das heißt nachher also, dass diesmal eben nicht die glücklichen Camper durchlaufen müssen, sondern dass Jason ganz einfach in den Reihen der zukünftigen Aufseher ganz einfach aufräumt. Und da haben wir schon mal den ersten Blödsinn. Der Film heißt im Deutschen, Jason kehrt zurück. Wie gesagt, das ist totaler Blödsinn, weil im ersten Teil war es ja bekanntermaßen nicht Jason, sondern die Mutter von Jason, die Pamela. Und gut, das war auch schon totaler Blödsinn, weil diverse Sachen da physisch ganz einfach nicht möglich gewesen sind, aber
Sie wollten nicht ganz einfach einen Schockeffekt einbauen, das haben sie gemacht. Im zweiten Teil haben wir jetzt immer das erste mit Jason als Erwachsenen, der eben mit dem zerlumpten, total verdreckten Sack über dem Kopf auf die Jagd geht, nach den künftigen Camp-Aufsehern. Ich sag's einmal so vorweg, ich bin absolut kein Fan von dem Film und ich muss auch sagen, ich bin generell jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von der ganzen Freitag der 13. Filmreihe. Der Film hat halt das Problem, dass er, wie gesagt, er gibt absolut keinen Sinn jetzt, wenn man sich den ersten anschaut und auch das Ende vom ersten, der eigentlich auch schon, also das eigentlich auch schon keinen Sinn ergibt, aber das sei jetzt einmal dahingestellt. Schon die Eingangssequenz ist eigentlich total blöd. Wir sehen da nämlich die Überlebende aus dem ersten Teil, die was nachher mehr oder weniger von Jason verrammt wird. Nur, was soll ich jetzt da groß glauben, dass Jason gerade einmal vom Crystal Lake soeben in die Stadt trampt, das Weiberl umbringt, nachher wieder zurückgetrampt und sie in seinen angefuckten Hitten wieder versteckt. Das glaube ich eher weniger. Die Splatter-Effekte sind diesmal nicht von Tom Savini gemacht, der hat sich auch gedacht, Fortsetzung von dem Film ist ihm zu blöd und hat stattdessen lieber einen anderen Film gemacht, den wir schon besprochen haben, nämlich The Burning. Und ich muss auch sagen, die Kills sind jetzt halt auch nicht der Hammer, okay, es ist da auch der andere ganz nette Effekt dabei, aber insgesamt doch eher auf der schwächeren Seite. Insbesondere erwähnen möchte ich die total verblödete Verhaltensweise der verschiedenen Opfer. Und man könnte meinen, wenn man sich den Film anschaut, Regisseur und Produzent müssen irgendwas gegen Frauen haben, weil so dermaßen dämlich, wie sie die in dem Streifen benehmen, Beispiele gefällig. Beispiel Nummer 1. Wir haben wieder das typische es ist Nacht, ich bin an einem See, ich muss unbedingt nackt schwimmen gehen. Mädchen, und aus dem außer entwickelt sich nachher wieder ein Kill. Beispiel Nummer 2. Es gibt da in dem Film den Kill, wo der Jason das Liebespaar im Bett mit dem, ja, ich weiß nicht, Speer oder Lanze oder wie man das nennen möchte, aufspießt und nachher neben einer Leiche im Bett liegen bleibt und die andere Leiche mehr oder weniger so an einer Wand aufhängt und dann kommt eben nur eine dazu, kommt durch die Tür einer, zieht die Decken auch, sieht Jason steht auf und geht auf sie zu mit erhobenem Messer und das Weiberleid geht hinti, stößt gegen die Wand, ist direkt neben der Ausgangstür, direkt daneben. Und geht trotzdem ganz langsam immer weiter die Wand entlang vor der Tür weg und wartet, bis der Jason ungefähr eine Stunde später bei ihr angekommen ist und sie erdolcht. Anstatt dass sie einfach wieder aus der Scheißtür rausgeht, in die es einer gekommen ist. Das hätte nicht einmal eine Sekunde gedauert und die Frau hätte überlebt. Okay? Der Ausgang ist direkt daneben und sie entscheidet sich bewusst abgeschlachtet zu werden. Beispiel Nummer 3. Wir haben in dem Film die Hauptperson, also ja, doch wohl die Hauptperson, weil immerhin überlebt sie am Ende, also ja. Und ein Freund von ihr prügelt sie eben mit Jason und bevor es ihm hilft, weil sie konnte ihm da leicht irgendetwas von hinten auf den Schädel hauen oder irgendwie drauf einschlagen oder sonst irgendwie. Nein, was macht sie? Sie geht ganz langsam weg und fängt dann weglaufen an und schließt sie nachher mehr oder weniger in einem Raum ein und versteckt sie da unterm Bett, weil das schon so dermaßen oft funktioniert hat, sie unterm Bett zu verstecken. Das sind jetzt so drei so Beispiele, wo ich wirklich sage, dämlicher kann man sich überhaupt gar nicht benehmen. Und letzten Endes nachher auch da wieder die letzte Sequenz, die was uns wiederum an Schrecken einjagen sollte, ist genauso blöd, als wie die letzte Sequenz im ersten Teil, die was uns an Schrecken einjagen sollte. Da haben wir halt ganz einfach gesehen, okay, zweiter Teil ist eigentlich gar keiner geplant nicht und wir wollen es zum Abschluss bringen, aber er hat halt fett Knete gemacht, also schieben wir einen zweiten Teil nach. Das ist der einzige Grund, aus dem der Film entstanden ist.
Dummerweise ist es so gewesen, dass der Film wieder ziemlich gut eingespielt hat, also zumindest im Vergleich zu dem, was er gekostet hat. Und deswegen ist er nachher da relativ schnell nachher ein dritter Teil nachgekommen, nämlich schon im Jahr 1982. Und den Film schauen wir uns dann beim zweiten, also beim nächsten Mal an. Freitag der 13. Teil 2 ist für mich insgesamt ganz einfach gerade eine schlechte Fortsetzung vom Original, das sowieso überbewertet ist.